Das sind zwei neue Produkte von Robert Franz und jetzt werde ich euch erklären, für was diese Produkte sind. Mein Name ist Robert Franz, ihr kennt mich ja. Der mit der Farm immer im Clinch ist, der zigtausende von Euro Strafen zahlt und eigentlich noch immer weiter kämpft für die Menschen. Aber was mir an mir gefällt, dass durch meine Aufklärung die Menschen die Kraft haben, selber viele Sachen zu tun, die sie vor keinem Arzt verschrieben kriegen, von keiner Regierung, von keinem Verein, sondern alles, was du selber machst, ist 100%. Alles, was andere machen, ist mehr oder weniger, kann man vertrauen, nicht vertrauen. Ihr wisst, ich habe ja schon die Narine gemacht, mein Produkt, die Narine, die Bakterien da von Armenien, was sie bei Tschernobyl Leute behandelt haben. Aber jetzt habe ich gedacht, in diesen Zeiten, wenn der Körper sowieso gut funktionieren muss, meine ganzen Organe gestresst sind durch die Pestizide, Herbizide, alles, was wir einnehmen. Ja, okay, da war auch eine Meinung. Schön, brav sein. So, Pestizide, Herbizide in der Nahrung, alles, was wir aufnehmen, allerlei für Giftstoffe und außerdem, was wir einatmen, die ganzen Organe werden nicht richtig durchblutet. Und wie gesagt, Robert, du musst halt zwei Produkte machen: Detox-Produkte. Es werden allerlei für Tinkturen verkauft, für Entgiften mit Koriander und Oregano und weiß was, aber immer gesagt, Entgiftung passiert durch den Blut. Wenn ich mich entgifte, muss mein Blut überall hin, damit die Giftstoffe rauskommen. Das habe ich erreicht mit meinen OPC-Kapseln. Die meisten von euch nehmen schon die OPC-Kapseln, aber es sind die einzelnen Sachen, die etwas bewirken, parasitär, was auch immer, bakteriell im Körper. Und darum habe ich, seine Produkte ist oft toxisch, dass sind 90 Kapseln drin. Erstmal die Nahrungsbakterien ist drin, weil Entgiftung passiert über den Darm. Der Darm ist die Sperre für Bakterien, für Gifte, für was auch immer. Über den Darm wird auch abgegeben, durch den Kot, wie auch immer, wird entgiftet. Und diesen Oftoxic habe ich einen Reinfarn-Extrakt. Merkt, das sind Extrakte, das ist nicht eine gemahlene Reinfarn-Pflanze oder zum Beispiel, ich weiß, Nelken, einfach gemahlen rein. Das sind reine Extrakte von Nelken und von Reinfarn. Diese Extrakte sind kombiniert mit den Darmbakterien. Sind 90 Kapseln da drin. Diese 90 Kapseln reichen, wenn ich eine nehme für 3 Monate, so eine Entgiftung. Wenn einer will, kann er zwei nehmen, dann dauert es halt 45 Tage. Das Reinfarnextrakt hilft, die Verdauungssäfte zu aktivieren. Aber ein Programm für das Magister Heilpraktikprogramm, das steht über Reinfarn, aktiviert Verdauungssäfte, fördert die Verdauung. Und das Nelkenextrakt ist eigentlich antiparasitär, genau wie Reinfarn. Ich kann mich erinnern, dass früher die Menschen Reinfarn genommen haben, um Würmer wegzubekommen, Parasiten wegzubekommen. Und darum habe ich das Produkt Oftoxic genannt. Oftoxic, warum? Weil das Pestizide, Parasiten, Chemikalien aus dem Körper mit Hilfe von OPC und diesem Produkt ausleiten kann. Das zweite Produkt ist Detox. Detox bedeutet Detoxifikation, Entgiftung des Körpers. Da sind auch die Nahrungsbakterien drin. Diese Nahrungsbakterien um den Darm, um die Darmsperre. Da wieder viele Leute haben Leaky Gut-Effekt. Der Darm hat Löcher. Dadurch geht Gott und die Welt im Körper rein. Histaminintoleranz ist die Folge und allerlei für Probleme. Die Giftstoffe werden abgelagert. Und durch den Detox-Programm mit verschiedenen natürlichen Produkten sind auch gefriergetrocknete Sachen. Das sind nicht einfach, ich weiß, Sachen. Da ist drinnen zum Beispiel Brokkoli. Brokkoli ist sehr gut für den Körper. Ist drinnen Koriander, Johannisbeere, Knoblauch, Oregano und Salzgurke, Rosenkohl, Spinat, Erdbeere. Das sind alles gefriergetrocknete Sachen, die so klein sind, die Moleküle, dass sie besser aufgenommen werden durch die Darmspülung. Sind auch drin, das sind 60 Kapseln, das sind nicht 30, 60 Kapseln, das sind 90 Kapseln. Mit den zwei Sachen würde ich so eine Kur machen, weil mein Körper die Organe wieder in Trab bringen. Giftstoffe vom Körper. Ich sage immer, OPC ist auch, ihr könnt auch lesen, OPC verbessert die Fließeigenschaft des Blutes. Giftstoffe werden vermehrt ausgeleitet, Pestizide, Herbizide, Schwermetalle. So, das merkt euch, Entgiftung passiert nicht nur durch Tinkturen, weil die überhaupt keine Macht haben, sondern ein dünnes Blut, was überall reingeht. Und durch die Stoffe, was dann die Giftstoffe binden oder den Parasiten entgegenwirken, wirken und dann durch den Darm ausgeschieden werden. Ich freue mich, merkt ihr auch sowieso, genau wie bei der Nahrung, die was ich gemacht habe, die Nahrung, die Darmbakterien, habe ich auch jetzt für jedes Produkt, wenn ihr kauft, bekommt ihr auch das Buch, ja, Lactobacillus acidophilus ER2, Hälfte in Deutsch, umgedreht, Hälfte in Englisch.
Ich hoffe, wenn ich das Buch lese, das sind Ihnen auch Studien, sind, glaube ich, 6 oder 7 Seiten nur mit Studien alles aufgeschrieben. Es sind nicht leere Worte oder leere in den Wind oder leere Versprechen. Die Studien sind da gemacht. Und ich hoffe, dass mein Körper, wenn ich die Sachen nehme, auch richtig entgiften kann und entgiften mit Naturmitteln und nicht da eine Entgiftung, die überhaupt vielleicht einen Haufen Geld kostet, aber keine Wirkung hat. Es gibt auch Entgiftungsprogramme, wo die 200, 300 Euro verlangen und people auch tolle Story bieten, aber für den Körper bringt es gar nichts. Das heißt, wenn ich Produkte mache, mache ich Produkte, wo die Menschen was davon haben, wo die Menschen sich leisten können und wo auch, ich weiß, auch ein positives Ergebnis erzielt. Okay, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, lest mal rüber. Das Buch kriegt ihr mit. Ihr könnt auch im Internet googeln. Ich weiß, wenigstens so viel Zeit in so Corona-Zeiten, habt ihr Zeit, wenigstens euch schlau zu machen. Wenn man nicht rausgehen kann, dann muss man sich selber arbeiten, dass irgendwann wieder die verlorene und neu gewonnene Freiheit wieder da ist. Ich mache weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.